wir den Weg gerade nicht umsonst gelaufen sind, packe ich euch jetzt hier noch den Hermes-Boss mit rein. Habe ich euch quasi den Weg nicht erspart, weil wir in scheiß Screen schon gelaufen sind. Aber, ah, meine Fresse. Ich hatte schon so lange kein Ghost DC wieder. Das war der Handkantenschlag. Der hat mich jetzt fertig gemacht, ja. Unlucky gelaufen. Ja, hatte ich aber echt schon lange nicht mehr, ja. Ich sollte vielleicht auch aufhören zu gestikulieren. Ihr seht mich eh nicht, ja. Für wen mache ich das? Aber na gut, wenn man Handkantenschlag sagt, da muss man auch einen ausführen. Aber vielleicht nicht mit meiner Maushand, aber mit einer anderen Hand laufe ich. Deswegen ist es auch nicht wirklich gut, die zu benutzen. Ja, war nicht so. Er stun mich jetzt seit 100 Jahren, Alter. Was ist denn das hier? Für wen hältst du dich? Für Desmodon? Bist du ein hässlicher Krake mit riesigen, fetten Armen? Oder Händen eher? Schau ich die Hände an, Alter. Okay, dafür haben wir mal plus 18. Na, leider nicht. Schade. Na gut, dann sind wir auf jeden Fall am Ende angelangt. Also wie gesagt, ich werde das... Ja, wahrscheinlich wird es nicht am Freitag ausgelost, weil ich bezweifle ehrlich gesagt, dass es... Also es müssen schon wirklich 20, 30 Stimmen sein, dass ich es morgen, also am Freitag um 0 Uhr schon auswerten kann, endgültig. Weil wenn es wirklich 5, 6 Stimmen mehr oder weniger sind, dann kann ich das einfach nicht machen, weil das wäre kompletter Schwachsinn, dann kannst du doch gleich keine Abstimmung machen. Und jetzt einfach schon Elementor AOE quasi als Sieger küren, weil sonst macht das ja überhaupt keinen Sinn. Also wenn es wirklich extrem, also sagen wir mal 50, 20, 10 oder so wären, dann würde ich es machen. Aber wenn es 40, 30, 25 oder so sind, dann ist es einfach viel zu knapp. Weil wenn es dann noch 100 Leute sehen, das Video, und da vielleicht noch 40 Leute voten oder so, dann kann das noch alles entscheiden. Also das kann ich nicht machen und will ich auch nicht machen. Und deswegen, wie gesagt, werde ich das spontan dann morgen entscheiden. Und wen es wirklich interessiert, wie gesagt, einfach auf Facebook dann vorbeischauen. Also irgendwann Freitagnachts vielleicht mal kurz oder so. Also um 0 Uhr werde ich dann wahrscheinlich was posten. Nicht punktgenau 0 Uhr wahrscheinlich, aber ja, ich werde auf jeden Fall dran denken. Und Change Awakening würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Ob da die auch... Oh, 1,5. Immer haben die jetzt immer für 2 drin. Wahrscheinlich geduped, Kappa. Nein, Spaß. Ah, okay, sind aber auch wieder runtergegangen. Ja, 1,9. Ah, 1,5 ist dann tatsächlich... Naja, billig ist vielleicht übertrieben. Aber 1,5 geht eigentlich. Sollen wir uns eine kaufen? Aber hier wäre... Nein. Das lassen wir lieber. Das werden wirklich 1,5 Milliarden zum Fenster rausgeworfen. Weil man weiß nicht, ich meine, es kann immer was Krasses passieren, aber wird's nicht. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zusehen, macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FLIVE. Und ja, es ist nicht die Auslosung, auch wenn ich es jetzt trotzdem nochmal offen habe. Ich wollte es nur kurz ansprechen, weil ich ja gestern gesagt habe, dass ich es eventuell mache. Ihr seht auch an der Uhrzeit, es ist jetzt nicht genau 0 Uhr, es ist 0.40 Uhr, aber ich habe ja gesagt, ja, sowas. Aber ich habe schon um 23.20 Uhr oder so auf Facebook gepostet, dass ich es erst morgen machen werde, ja. Das heißt, das habe ich auf jeden Fall eingehalten, ne? Also haben wahrscheinlich gekommen, hat wahrscheinlich kein Schwein vorbeigeschaut. Aber ja, auf jeden Fall kommt morgen die Auslosung, aber ich sag mal, es ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt noch 104 Leute für One-on-One Elementor voten. Was mich sehr überrascht hat, dass tatsächlich Jester so wenig gewünscht wurde, weil es wurde schon oft kommentiert, dass ich mal Jester spielen soll. Und ich meine, ja gut, ich meine, 70 Votes sind nicht wenig, aber im Vergleich, ich meine, das sind 240 Votes für Elle. Also das ist schon heftig. Also 240 zu 70 ist es eigentlich. Das heißt, eigentlich sind es tatsächlich 22% Jester und 78% Elle. Also das ist schon knackig. Also mehr als 3/4 Mehrheit und das ist schon heftig. Also Elemente wird es auf jeden Fall. Und wie gesagt, ja, aber wahrscheinlich auch ein AOE-Element. Aber wie gesagt, die Auslosung machen wir dann. Also Auswertung machen wir dann morgen. Und dann erstellen wir auch direkt den Char und legen los. Ist ja ganz klar. Dann noch eine Sache, ich habe es ja angesprochen, ich habe es dann tatsächlich echt vergessen, ich weiß nicht, wie man das vergessen kann, obwohl man im Video ungefähr 5 Minuten drüber redet, aber ich habe jetzt auf jeden Fall trotzdem heute erst, vor einer Stunde ungefähr, also gestern, diesen Thread jetzt erstellt, ja, wo jetzt nochmal alles genau drin steht. Ich habe ihn auch schon 3 oder 4 Mal editiert, weil ich bei Rechtschreibfehlern so einen Scheiß gefunden habe. Wenn ihr auch welche findet, ihr dürft sie behalten. Genau, und zwar werde ich den Link, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt tatsächlich permanent in die Beschreibung tun werde, wahrscheinlich schon.
Weil sonst ist es auch blöd, wenn ich den dann immer einzeln in die Kommentare posten muss oder so. Wenn er in der Beschreibung steht, dann steht er drin. Und ja, nochmal kurz zusammengefasst einfach. Hier oben steht's. Und ich habe es auch einfach so gemacht, dass ich es jetzt einfach wieder fünfmal. Ich weiß, es jetzt ist einfach das neue Wort, was ich 10-mal in einem Video sage. Oder in einem Satz. Dass man mir eben einen Text mit reinschreibt, so wie es bei den Couple Ring auch gemacht hat. Die Leute, die es mir tatsächlich schenken wollen, schreiben nichts rein, beziehungsweise schreiben halt sowas wie liebe Grüße, coole Videos, Spasti. Nein, das letzte vielleicht eher nicht. Aber ja, sowas halt rein. Und wer Penya haben will, schreibt halt bitte Penya schicken oder Penya please oder irgendwie sowas. Geht ja kurz. Und dann schicke ich euch das Geld natürlich zu. Und das ist alles an Food, was ich brauche. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht mehr fragen. Sondern habt jetzt diesen Thread, ja, wer wirklich aktiv mir Food zuschicken will, kann ihn sich auch einfach als Favorit reinhauen, so wie ich das gemacht habe. Und die einzige Besonderheit, die ich gleich noch gar nicht angesprochen habe, ist mysteriöse Pillen, kaufe ich auch, zahle ich 50k each. Muss ich mal schauen, ob das nicht vielleicht sogar underpriced ist, aber ehrlich gesagt, 30.000 Stück für 50.000 kaufen, ist schon ziemlich teuer. Von daher, ja. Aber egal, schau mal. Und die Preise und alles andere steht ja drin. Ich will jetzt nicht zu lange drüber reden, sonst heulen wieder alle rum, dass ich zu wenig Gameplay zeige. Na, wobei, hier hat das noch niemand gesagt. Aber trotzdem. Ja, gibt es jetzt auf jeden Fall den Thread. Den könnt ihr an alle eure Freunde schicken. Kappa. ja. Genau, auf jeden Fall machen wir heute nochmal Dungeons. Ist ja schon wieder Ewigkeiten her, dass wir das gemacht haben. Und ich habe eine eigene Party, habe ich netterweise jetzt geschenkt bekommen, weil Gildenkollege hat jetzt aufgehört zu farmen, der hatte keinen Bock mehr. Und ja, hatte ich Glück, dass ich genau in dem Moment gerade meine Party hochziehen wollte. Also ich wollte echt, ich habe den Thread erstellt, was länger gedauert hat, als mir lieb war. Aber jetzt passt halt eigentlich ziemlich gut, finde ich. Jetzt das steht alles Wichtige drin und er ist nicht zu lang oder so. Und klingt nicht zu abgehoben. Ja, von YouTube Money kann man sich halt keinen Ingame-Food kaufen, leider. Naja, gut, kann man schon, aber halt, ja, das Ingame-Food wird dadurch nicht mehr. Aber ja, auf jeden Fall habe ich jetzt dadurch eine gute Party mit schön vielen, genug ausreichend Punkten. Und das ist auf jeden Fall, ja, gut so, dass man hier auch gut was erreichen kann. dann noch eine Sache zu dem Char. Ich weiß, ich hätte ihn schon erstellen können, weil es ja jemand gestern meinte. Szenaris war es, glaube ich. Dass ich den Char ja schon längst hätte erstellen können und trotzdem bis zu Level 15 muss ich ja noch quasi nichts gehen und so weiter und so fort, beziehungsweise kriegt man ja also Restat meine ich, also Statten hätte ich nicht machen müssen, kriegt man Restat gratis auf Level 15, ist mir schon klar, aber ich weiß noch nicht, wie ich den Char nennen will und Char-Erstellung werde ich vielleicht diesmal sogar aufnehmen, weil ich mir auch nicht ganz sicher bin, eigentlich ist es auch komplett useless, aber vielleicht mache ich es und da ist noch eine Sache, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Und ich wollte die Klasse auf jeden Fall oder irgendwie vielleicht in den Namen mit einbinden, so wie ich es bei Psylus-Styler gemacht habe. Aber nicht genauso. Also der wird dann schon irgendwie ganz anders heißen. Also wahrscheinlich nichts, was mit meinem YouTube-Namen zu tun hat. Wie genau, weiß ich noch nicht. Und noch eine Sache, ich werde natürlich direkt wieder eine M mit hochziehen. Ist ja logisch, weil ich brauche irgendjemanden, der mich bufft und keine Hilfe von außen. Von daher muss man das natürlich selbst übernehmen. Und dann eine Sache, deswegen habe ich es auch noch nicht zu schnell, also ich will es nicht überstürzen. Ich brauche noch irgendeinen AOE-Elementor, der Ahnung hat, und zwar wirklich Ahnung hat und nicht nur so 0815, man stattet SCA oder Int oder was weiß ich. Man kauft sich einen Lutzaka-Vand, Staff, wohl eher. Elementor haben ja Staff meistens, oder? Also warum eigentlich? Ist es nicht eigentlich egal? Das habe ich auch noch nie verstanden, warum man jetzt eigentlich Staff oder Vand benutzt. Also ich weiß nur, dass es irgendwie. Naja, ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht. Aber ich glaube, es liegt an den Waffeneffekten. Kann es sein? Na, ich glaube nicht. Ist auf jeden Fall aus irgendeinem Grund so. Oder vielleicht benutzen Elementoren auch Schilder. Aber das wäre mir irgendwie neu. Also ich glaube tatsächlich, dass Psykeeper mehr. Aber sehr egal, das erfahre ich dann alles. Ich muss aber erstmal jemanden finden, der davon Ahnung hat. Weil ehrlich gesagt, ich kenne keinen einzigen Elementor bzw. Mentalist. Deswegen wird die Suche da schwierig. Muss ich meine Gilde auch ein bisschen rumfragen, ob die jemanden kennen, der da auch aktuell Ahnung hat und dann, ja. Weil ich glaube nicht, dass man den tatsächlich Full STR stattet. Außerdem wäre Full STR statten zum Hochleveln ziemlich nervig. Weil Full STR Mage auf Level 60 ziehen, beziehungsweise 65, ist nicht so geil. Noch ein Problem ist, das habe ich ja auch schon angesprochen,
dass man eben auch noch nicht AOEen kann vor Level 65. Deswegen, das ist halt auch der Grund, warum ich nicht ganz verstehe, warum Jester tatsächlich so wenig Votes bekommen hat, weil ich hätte mir schon vorgestellt, dass das einfach interessanter zum Zuschauen ist, weil man, naja gut, jetzt vielleicht nicht direkt schneller irgendwas erreicht, aber ja, keine Ahnung, man sieht ja die Action eigentlich schon vorher, weil bei einem AOE, Leute, bin ich jetzt nochmal zum, wow, da ist mir gerade auch noch eingefallen. Ich habe gestern, also deswegen hat die Folge, eigentlich war es lustig, weil so hat die Folge tatsächlich noch irgendwie voll, also ja, es hat auch jemand geschrieben, das Ende war, haha. Es war aber eigentlich nicht beabsichtigt, also ich habe dann quasi, also ich werde es euch wahrscheinlich vor die Folge hier ranschneiden, genau. Stimmt, das wollte ich eigentlich eh machen, ich habe es auch wieder vergessen, es ist mir wieder eingefallen, perfekt. Aber ja, das war auch so ein Fail. Da sollte eigentlich noch was kommen, aber ich habe es dann vergessen ranzuschneiden und dann ist einfach... Oh Mann, ey. Das war echt... Ach, das sind so Sachen... Eigentlich ist es so dämlich, aber irgendwie ist es auch übelst funny. Aber naja, hauptsächlich ist es so dämlich. Aber ja, auf jeden Fall klassischer Fail von mir. Nicht so derbe nice gewesen, aber naja. Passiert den Besten von uns, dass man sowas mal vergisst. Ich meine, es war relativ spät und ich habe währenddessen Wrestling geschaut. Ja, also verzeiht mir, dass ich da ja, abgelenkt war. War eigentlich nicht geil. Ich muss sagen, weiß ja nicht, wie viele von euch Wrestling gucken. Das wäre tatsächlich mal interessant für mich. Schaut überhaupt eine Person hier sich Wrestling an? Also nicht richtiges Wrestling, sondern das Show-Wrestling halt, also WWE quasi. Vorerst, mir ist bewusst, dass das zu 95% Fake ist, weil man sagen muss, ja, erstens, es sieht echt aus und jede Fernsehserie ist Fake, ja, da weiß man auch, dass es nicht echt ist und trotzdem schaut man sich's an, nur dazu und, ja, es ist trotzdem ein extremes Risiko, wenn du da rumspringst und rumjumpst, ich meine, da kannst du dir auch easy mal was brechen oder mal mit dem Kopf oder mit dem Nacken irgendwie komisch aufkommen, kannst du auch mal schnell weg vom Fenster sein, also... Berufsrisiko ist auf jeden Fall höher als jetzt in meinem Beruf, zum Beispiel, als Bürohocker. Aber ja, ich finde es einfach nur irgendwie lustig anzuschauen. Also was heißt lustig, ich finde es einfach nur nice und ja, no homo natürlich, weil es gibt ja auch Frauenwrestling. Von daher, ja, aber würde mich echt mal interessieren, ob das hier überhaupt irgendjemand anschaut, weil ich fühle mich immer wie so, weiß nicht, also mir ist ja persönlich egal, was irgendjemand denkt, also ich schaue mir an, was ich mir anschauen will. Von Animes über Wrestling, über Supernatural, wobei Supernatural wird man kaum irgendwas sagen, aber ja, sowas halt, also ich finde es halt eh behindert, wenn man wegen irgend sowas verurteilt wird, ja, weil der andere, keine Ahnung, schneidet Katzenbabys die Pfoten ab und verhält sich dafür in der Öffentlichkeit ganz normal und der andere redet halt gerne über Wrestling, schneidet aber nicht Katzenbabys die Pfoten ab, also ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber ich meine, wer zum Teufel schneidet Katzenbabys die Pfoten ab, das war jetzt einfach nur so ein klassisches Psycho-Beispiel aus einem, wisst ihr es ja bestimmt, aus irgendeiner Serie oder so einem Scheiß. Dass man nach außen ganz normal wirkt und im Hintergrund ist man übelst der Psycho oder so. Genau sowas halt, also ganz ehrlich, hätte es doch jedem selber überlassen, ja. Also finde ich ja total lächerlich, wenn man deswegen irgendwie, ja, angemacht wird, weil es mir persönlich egal wäre, aber trotzdem ist es halt einfach nur behindert. Soll man die Leute halt anschauen lassen, was sie wollen. Das Zeug wird ja produziert, dass man sich's anschaut und nicht, dass es nicht angeschaut wird. Genau. Das Einzige, was behindert ist, die ändern die Sendezeiten. Ja, wer das noch nicht mitbekommen hat, das ist echt extrem wichtig. Ab dem 5. April ist es, glaube ich, kam vorhin erst, weil heute kam ja SmackDown, gestern kam Raw. Das ist dann beides auf ProSiebenMax und das ist so... Also da könnte ich wirklich kotzen. Es läuft immer um 22.05 Uhr bis 15 Uhr. Ist manchmal unterschiedlich. Auf Tele5 sage ich immer 22.15 Uhr, aber bald ist es nicht mehr auf Tele5, sondern nur noch auf ProSiebenMax. Und sie verändern die Sendezeiten. Donnerstag, Freitag ist es jetzt. Sie schieben es auf Mittwoch, Donnerstag. Ja, geil, Alter. Und es fängt um 22 Uhr an. Nice, Alter. Richtig geile Sendezeit, ne? Also muss man schon sagen. Also Freitag, 22.15 Uhr, ey, astreine Sendezeit. Ich meine, geht voll klar, aber... Und Donnerstag 22.15 Uhr habe ich mir halt immer gedacht, ja, Freitag ist eh immer nur ein halber Tag, ob ich jetzt arbeite oder zur Schule gehe, ist egal. Nie länger als bis 1. Und da kann man schon mal ein bisschen im Arsch sein, wenn man nur 6 Stunden maximal schläft. Aber
Mittwoch und Donnerstag, ich weiß nicht, das ist dann vielleicht nicht so gut, weil wenn du schon Donnerstag im Arsch bist und dann Freitag nochmal im Arsch bist, bist du Freitag komplett im Arsch. Also, das ist auf jeden Fall nicht so chillig, dass sie das machen. Dann sollten sie auch die Sendezeit irgendwie eine Stunde vorverlegen, weil vorher läuft eh meistens irgendein Scheiß. Ja gut, okay, kann man jetzt auch wieder sagen, ja, für mich ist es scheiße, ein anderer liebt die Sendung, die davor läuft, aber ich nicht mal weiß, was Mittwoch und Donnerstag um 20 Uhr läuft, weil ich ehrlich gesagt kein Fernsehen schaue, also wirklich nur ausgesuchte Sendungen. Eigentlich schaue ich aktuell wirklich nur Wrestling im Fernsehen, weil einfach nur Scheiße läuft und die Werbung kotzt einfach nur so an. Ich meine, das muss man sagen, ist bei Wrestling auch ziemlich schlimm, aber ne, ich zocke währenddessen. Also ich meine, deswegen mache ich bei Werbung einfach Ton aus und höre Musik kurz 5 Minuten oder schaue mir irgendein Video an und dann geht's eh weiter. Also von daher kann man das gut überbrücken. Aber ja, bei so, keine Ahnung, anderen Serien und so ist es meistens nicht worth wegen der Werbung. Weil wenn ich die Serie an sich schon nicht so geil finde, dann kommt auch noch die ganze Zeit Werbung, dann not worth it. Genau. So, jetzt habe ich euch ein Ohr abgequatscht über Wrestling. Was wollte ich eigentlich noch sagen? Irgendwas habe ich da noch vorhin gesagt. Ich glaube, ich habe eigentlich alles Wichtige angesprochen. Ja. Char-Name werde ich mir auf jeden Fall noch was überlegen vom Vorhinein. Ich weiß nicht, ob ich es dann im Video noch ändern werde, aber ja, ich werde den Char wahrscheinlich trotzdem schon erstellen, weil es ja. Wird auch noch interessant, welcher Char der weibliche wird, der Main oder. Das könnt ihr noch in die Kommentare schreiben. Jetzt, wenn wir es eh nicht heute starten, dann könnt ihr sagen, wollt ihr eher einen weiblichen oder eher einen männlichen Hauptchar? Also, ich werde es wie immer machen: einer männlich, einer weiblich, wobei wir mit den Chars wahrscheinlich treue Level 6 nicht so schnell erreichen. Das sind ja auch irgendwie 200 Spielstunden oder so, die du brauchst. Ja, doch. Oder? Das erste Level kostet, glaube ich, 50, 6 Mal. Ja, doch, müsste eigentlich schon irgendwie sowas sein. Auf jeden Fall könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, ob ihr männlichen oder weiblichen Char wollt. Ich meine, es ist jetzt nicht so wichtig, aber. Wow. Ich droppe halt nur noch Zweihandwaffen, die nichts wert sind. Das ist halt schon fies Batman. Genau. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant noch für mich. Ich hätte eigentlich sogar Bock mal wieder auf den weiblichen Char, weil wir haben auf Meteonica haben wir schon einen männlichen. Ja, keine Ahnung. Ich finde einfach, bei weiblichen Chars finde ich einfach das. Weil unser Alter stimmt, unser letzter ohne alles. Warum waren eigentlich bei unserem. Oh, lol. Damn, ich habe zu früh gedrückt. Warum waren eigentlich bei unserem letzten ohne alles Char beide Chars weiblich? Kann man das mal jemand erklären? Das müsste ich mir nochmal anschauen, weil das weiß ich selber nicht mehr. Aber wahrscheinlich habe ich damals auch gesagt, es ist egal, weil wir mit dem Char nicht so viel spielen werden, dass wir den auf Treue Level 6 bekommen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das meine. Also, das wäre die einzige Begründung, die mir jetzt noch einfallen würde, warum ich es nicht gemacht habe. Tja. Aber diesmal werde ich es auf jeden Fall machen. Keine Ahnung, warum ich es damals nicht gemacht habe. Ich meine, selbst wenn man es wahrscheinlich nicht erreicht, ist ja scheißegal, trotzdem. Ja, das checke ich auch nicht so ganz, warum ich das gemacht habe. Na egal. Auf jeden Fall werde ich es diesmal machen. Und ich werde. Also, oh, Entschuldigung. Also, ich werde auf jeden Fall. Ich wäre für einen weiblichen Main-Char. Einfach meine persönliche Einschätzung. Aber wie gesagt. Und dann werde ich halt heute. Also, ja, heute. Dann quasi mal schauen, dass ich noch irgendeinen vernünftigen AOE-Elemente auftreibe, der mir sagt, was man so statten muss, worauf man achten sollte und so weiter und so fort. Beziehungsweise was dann auch für Sets wichtig sind. Weil da dann die Frage ist, das interessiert uns wahrscheinlich noch nicht so sehr. Und es wird sowieso schwierig genug auf Level 65. Ist Windfield das einzige AOE, glaube ich, ne? Weiß gar nicht, also dieser Blitz da, den viele im Dings benutzen, im GW, ich glaube, das kommt erst sau spät. Also bin mir ziemlich sicher, dass man das nicht so schnell kann. Ich weiß gar nicht, andere AOE-Skills kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ich kenne nur Windfield und diesen Blitzskill. Diesen Blitzregen. Deswegen, ja, ich muss mich da mal noch informieren. Ich sag's euch, also, es ist wirklich, ich meine, es war eure Entscheidung, aber ich weiß nicht. Es ist halt echt, ich sag's euch jetzt schon, das wird nicht so ultra interessant sein zum Zuschauen. Und eventuell werde ich es da dann auch so machen, dass ich da wahrscheinlich ein bisschen was schon immer ohne Aufnahme mache. Beziehungsweise, ich weiß nicht, Livestreams sind ja das Problem. Ein Grund, Mitgrund auf jeden Fall ist ja auch aktuell die Video. Das Video. Oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also, wie ich die Videos mache, also halt die. Einfach die Ideen für die Videos gehen mir momentan auch wieder ein bisschen knapp. Wenn ich jetzt arbeite und jeden Tag wieder in der Stadt bin, da passiert genug lustige Scheiße wahrscheinlich wieder, um jeden Tag was zu erzählen. Wollte ich ja eh meistens hören. Also irgendwas aus dem Real Life, in dem man auch ab und zu mal Zeit verbringt. Aber trotzdem ist es halt einfach.
Lol. What the fuck? Hey, ich bin doch die ganze Zeit gejumpt. Ja, ist es halt einfach gut für die Abwechslung. Es wurde öfter mal wieder nachgefragt und eben auch für Videos. Deswegen sind Streams da halt eher nicht so gut und ich streame einfach nicht mehr so gerne, weil es einfach sehr viel Zeit frisst und ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich war nie so wirklich der Fan vom Stream. Wenn man wirklich viel Zeit hat, okay. Aber wenn man halt nur am Wochenende wirklich Zeit hat, dann weiß ich nicht, hat man halt auch nicht Lust, die ganze Zeit zu streamen. Weil dann ist es wieder so, wenn man dann nur eine halbe Stunde streamt, sagen alle, ja, kannst du ja gleich noch ein Video machen. Ja, und wenn du dann 3 Stunden streamst, dann ist wieder der ganze Samstag irgendwie weg. So gefühlt. Warum greife ich die scheiß Mermaid an? What the fuck? Muss auch mal jemand sagen. Genau. Auf jeden Fall, das steht auch noch im Forum-Post, ja, weil ich jetzt die Folge gleich beende. Dankeschön mal an alle, die mir das Food zuschicken werden und danke auch dafür, dass jetzt auch so ultra viele Leute jetzt bei der Char-Abstimmung mitgemacht haben. Also es sind glaube ich fast 80 Likes oder so mehr, also auf der ursprünglichen Abstimmung, was wir überhaupt machen, ohne alles Char, so wie es ist, bla bla bla. Das hat mich auch etwas überrascht, muss ich sagen, weil es ist ja noch nicht mal die Abstimmung fertig quasi. Also sie ist jetzt noch nicht mal 24 Stunden online. Und hat aber schon wesentlich mehr Votes, also das fand ich ziemlich krass. Und einfach, dass euer Interesse daran so groß ist, finde ich auch nice. Und ja gut, der ein oder andere von euch jetzt kennt sich sicherlich auch mit Elementor OEE aus, weil sonst würdet ihr es wahrscheinlich auch nicht vorschlagen. Na gut, okay, der ein oder andere hat es vielleicht auch noch nie selbst gespielt, selbst gesehen und hat Angst, es selbst zu probieren oder so. Oder will es erstmal irgendwo sehen und schauen, ob es ihm dann gefällt oder nicht. Da haben wir doch einen Elementor-Helm, kann man direkt mal aufheben. Kappa. Ja, aber ich glaube, Mioran trägt man sogar. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also ich glaube, ich habe schon Elementos mit Mioran gesehen. Bin mir sogar ziemlich sicher. Aber wie gesagt, ich kenne mich mit Elementzeit zu wenig aus, um mich darüber jetzt zu äußern. Und ja, wie gesagt, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.